So, hallo. B-b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 -
Keine Ahnung. Vielleicht ist da draußen einer. Falls du im Hintergrund was hörst, ich hätte, das ist mein Tischventilator. Der ist ein bisschen laut. Hä? Ich brauche eine Kombination. Ich habe keine Kombination. Kombination, die ich nicht habe. Oh, ist doch recht. Bilder, habt ihr was? Sieben, zwei, neun. Okay, Huch, ist ja vollkommen. 7? Zwei? Neun? Hä? Ja, aber... So... 7, 2, oh fuck, okay, Moment, nein, Moment, 7, warte mal, ich komme gerade hier mit dem Puzzle wirklich klar, 7, 2, oh Gott. Nein. Hä? Ah, ich kann auch so. Warte mal. 7. 2. Oh fuck. Okay, Moment. Warte. 7. 2. 9. Oh, ah. 7. 2. 9. Oh! Ein Schlüssel. Schön. Zack, zack, zack. Zu welcher Tür denn? März. Also gut, lass es uns nochmal versuchen. Endlich geschafft, ein bisschen zu spielen. Wenn mein ungeschicktes Herumdrücken auf den Tasten wirklich als Spielen durchgeht. Ich will nicht lügen, es macht mich wahnsinnig, meine Finger nicht völlig unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls bin ich prompt von meinem liebenvollen Ehemann ausgeschimpft worden. Oh. Der meinte, ich solle mich ausruhen.
Ich weiß, dass er es nur gut meint, aber wie soll ich jemals gesund werden, wenn ich überhaupt nicht arbeiten soll? Am schlimmsten ist, dass ich schwören könnte, Schnaps in seinem Atem gerochen zu haben. Bitte, lieber Gott, nicht das schon wieder. Oh, die Frau war wohl krank oder, warte mal, nee, Feuer, ne? Ich muss, es ist schon welchen her. Warte, ich trinke mal kurz was. Es ist schon welchen her, dass ich gespielt habe. Deswegen, ich werde es deswegen auch erst auf den Kanal bringen, wenn ich es zu Ende aufgenommen habe. Das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Oh Gott, auf. Nee, doch nicht. So. Wie schon vorher in vorherigen Aufnahmen gesagt, ich entschuldige mich schon mal dafür, falls ich. Was? Falls ich vor lauter Schreck einen Aufstoßer also rausbringe. Das kann passieren. So, was ist das hier? Irgendwas, ein Stuhl. Sind wir jetzt hier bei Silvio? Soll ich das Mikrofon reinhalten? Oh mein Gott. Okay. Alles halb so schlimm. Kein Licht. Oh Gott. Ich muss eigentlich jetzt nicht tun sollen. Hier ist nix. Ich hasse solche Ohren. Okay. Okay. Oh, warte. Die Seile. Wow. Denn hier? Der verfolgt mich, oder? Was? Es kann rückgängig gemacht werden. Ist das denn? Kann nicht rückgängig gemacht werden. Stand das eben auch? Was ist das denn jetzt? Hundi! Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Oh nein, sie wollte eine Katze und er hat einen Hund gebracht? Oh, ein Hund ist auch toll. Was? Long hat Muggel irgendwas Pomp? Kell. Weiß ich nicht. Guter Junge. Ah. Armer Hundi. So, was kommt jetzt? Willst du das auch? Du da. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher. Ein ehemals großer Künstler. Neues Bild von aus Galerien gelacht. Was? Aus Galerien gelacht.
Wovon wir heute Zeugen wurden, obwohl gänzlich ohne Wert, um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag dennoch ein unbezahlbarer Fahrstuhl für Psychologen sein. Entschuldigung, ich dachte, ich könnte jetzt aufstoßen, aber... Oh, ich habe mir ein Mikrofonkabel gezogen. Was? Ja. Diese harschen Worte kamen von niemand Geringerem als Jason Huge. Der bekannte Kritiker war einer der ersten, der die Werke von zu schätzen wusste. Und jetzt kam's. Und dessen Lob einst zum spektakulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hatte. Danach gefragt, ob solch brutale Kritik besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse denn angemessen sei, antwortete Huge: Als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Dennoch würden wir schweigen und geben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies auch nur im Entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit einen Gefallen tun. Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der... Okay. Schön. Stuhl. Sieht aus wie der Stuhl von Resident Evil 7 von der Oma. Hä? Was war das denn jetzt? Hä? Komisch. Ja, nu? Kann ich hier wieder rein? Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin ganz gewaltig verwirrt. Ach so! Hä? Hä? Das war jetzt der richtige, ernsthafte Schockmoment für mich. Sah es gleich aus? Kannst mich mal... Ich habe Licht. Meiner Seite. Probleme? Hab ich was übersehen? Oh, warte. September. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an meiner jüngsten Arbeit geklebt. Die beleidigsten, hasserfüllten Kacke, die ich hier...
die ich jemals über meine Arbeiten gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgeschritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Das Problem ist, ich habe hier gerade so ein Getränk mit Kohlensäure, so ein Active Isotonisch irgendwas. Und ich muss gerade, das ist echt gerade furchtbar. Ich hätte lieber stilles Wasser nehmen sollen. Warte, okay, so, jetzt hoffentlich. Okay. Okay, gut. Blapp. So, Mikrofon gerichtet. Alles klar und wir sind bereit. Warte. Da unten noch. Ist nix. Oh. Oh. Aber danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, du irgendwas, was auch immer hier passiert ist. Oh, kann ich hier machen. Hi. Ist hier was an der Decke? Ich habe immer das Gefühl, mich verfolgt was. Nee. Echt jetzt? Hä? Ich hab's übersehen. Oh, oh. Freundchen? Freundchen? Abgeschlossen. Kommst du nicht rein? Ich sag, da kommst du nicht rein. So, hier ist uns nix. Das will ich aber nicht hier raus. Ich habe mich gerade so sicher gefühlt. Egal was rein wollte, ich weiß nicht draußen. Nee, das ist jetzt mein Zimmer. Ich finde es ganz nett hier.